Moment, du könntest ein pakistanischer Hund sein. Sie lachte. Bandar Singh tätschelte das Tier und sagte zu Hanam Singh, Jamadar Shahib, Juan Juan ist ein indischer Hund. Beweise deine Identität, befahl Hanam Singh dem Hund, der mit dem Schwanz zu wedeln begann. Das ist kein Beweis für deine Identität. Alle Hunde wedeln mit dem Schwanz, sagte Hanam Singh. Er ist nur ein armer Flüchtling, meinte Bandar Singh, während er mit dem Schwanz des Hundes spielte. Die Ruhe wurde durch das Gebell eines Hundes gestört. Jamadar Hanam Singh fragte, wo kommt der Köter auf einmal her? Der Hund bellte erneut. Es klang nun näher. In den Büschen raschelte es. Bandar Singh stand auf, um nachzusehen, und kam in Begleitung eines ganz gewöhnlichen Straßenhundes zurück, der mit seinem Schwanz wedelte. Ich habe ihn hinter den Büschen gefunden. Er sagte, sein Name sei Khun Khun, verkündete Bandar Singh. Alle brachen in Gelächter aus.
Der Hund lief zu Hanam Singh, der einen Keks aus seinem Seesack holte und ihn auf den Boden warf. Der Hund schnüffelte daran und wollte ihn gerade fressen, als Hanam Singh ihn wegschnappte. Ganz plötzlich wurde es Morgen, als ob jemand das Licht in einem dunklen Raum eingeschaltet hätte. Es breitete sich über die Hügel und Täler von Tetuan aus, denn so hieß die Welt. Der Krieg dauerte schon Monate, aber niemand war sich sicher, wer ihn gewinnen würde. Subadar Himmat Khan von der pakistanischen Armee zwirbelte seinen gewaltigen Schnurrbart und begann die Karten im Gebiet von Tetuan eingehend zu studieren. Wenige Meter entfernt saß der Soldat Bashir auf dem Boden, den Rücken an einen Felsen gelehnt und das Gewehr vor sich. Er summte vor sich hin. Wo machst du? Machen mit, meine liebste Meinung. Wo warst du? Machen mit. Weil es ihm Spaß machte, fing er an lauter zu singen, um die Worte auszukosten. Plötzlich hörte er Subadar Himmat Khan brüllen: Wo warst du heute Nacht? Doch er meinte nicht Bashir. Er schrie einen Hund an. Vor einigen Tagen war er wie aus dem Nichts erschienen und hatte sich ganz zufrieden im Lager aufgehalten, bis er in der letzten Nacht plötzlich verschwand. Nun war er wieder aus der Versenkung aufgetaucht. Was trägt er da um den Hals? Fragte Bashir. Einer der Soldaten schnappte sich den Hund und löste den Strick, der notdürftig als Halsband fiel. Daran war ein kleines Stück Pappe gebunden. Was steht da? Da steht Hulun. Subadar Himmat Khan zwirbelte wieder seinen guten Schnurrbart und sagte: Vielleicht ist es ein Code. Steht da sonst noch etwas, Bashiri? Ja, Sir, da steht, es sei ein indischer Hund. Was hat das zu bedeuten? Fragte Subadar Himmat Khan. Vielleicht ist es eine Lose, antwortete Bashir ernst. Wenn da etwas eine Losung ist, dann das Wort Hulun, warf ein anderer Soldat aufs Geratewohl ein. Subadar Himmat Khan studierte erneut die Karte. Dann riss er ein Päckchen Zigaretten auf, schnitt ein Stück davon ab und gab es Bashir. Was soll ich schreiben? Nun ja, Bashir hatte eine Idee. Schon, ja genau. Wir schreiben Schon statt Hun. Gut, stimmte Subadar Himmat Khan zu. Und schreib noch, das ist ein pakistanischer Hund. Subadar Himmat Khan befestigte das Stück Papier persönlich am Halsband des Hundes und sagte: Jetzt lauf zu deiner Familie. Er gab ihm etwas zu fressen und sagte dann: Pass bloß auf, mein Freund. Sei kein Verräter. Auf Verrat steht die Todesstrafe. Der Hund fraß Schwanzwedeln weiter. Dann drehte Subadar Himmat Khan ihn zur Richtung der indischen Stellungen und sagte: Lauf und bring die Botschaft zum Feind. Aber komm zurück. Das ist der Befehl deines Kommandeurs. Plötzlich rief der Dienstherr am Gewachtposten auf der indischen Seite: Da kommt er. Wer? Fragte Jamadar Hanam Singh. Wie hieß er noch? Hun, antwortete der Soldat. Was macht er? Fragte Hanam Singh. Er kommt auf uns zu, erwiderte der Soldat, während er durch sein Fernglas schaute. Subadar Hanam Singh riss es an sich. Stimmt, das ist er. Und er trägt etwas um den Hals. Moment mal. Er kommt vom Pakistani-Hügel. Der Bastard. Er griff zum Gewehr, zielte und schoss. Die Kugel traf ein paar Schweine in der Nähe des Hundes. Er blieb stehen. Daraus wurde schnell ein Spiel zwischen den beiden Soldaten. Der Hund lief auf Hanam Singh zu, der ihn laut beschimpft und beschoss. Eine Kugel traf ihn am Bein. Er jaulte auf und rannte zu Himmat Khan zurück, wo er unter noch stärkerem Beschuss geriet. Das sollte ihm aber auch nur Angst einjagen. Sei ein tapferer Bursche, erfülle deine Pflicht, auch wenn du verletzt bist. Los, 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 rief der Pakistaner. Hanam Singh legte sein Gewehr ab, zielte sorgfältig und erschoss den Hund. Thank you.
Thank you.
Aber
Mitglieder gekommen sind. Tell you, art is not communicating, art is not attractive. Art, science, philosophy are neither contemplative, neither reflects you, nor communicative, you. They are creative, that's all. Do you consider yourself as thinking creative person, artist? I make, remake, and unmake my concepts along with a moving horizon. From an always disanchored center, from an always displaced periphery, which repeats and differentiates them. How to negotiate this eye has not nothing outside. Concepts of difference and repetition that are logically and metaphysically paired to any concept of identity. How is thought different from thinking? Delusion. This theory of thought is like painting. It reads that reflects that evolution that took off from representation to abstraction. This is the aim of theory of thought without image. While this ephemeral then thinks in itself, it thinks different and plays with concepts of difference and repetition endlessly. So, I understand the term equanimity, transcendentality, as oscillating multitude, the spontaneity that leads towards the voracity of our present and places us to walk dancingly, wavering the tale of what constitutes reality. Other assemblages where social, environmental, political, or mental are making transactions at molecular level in a much more meaningful manner than what is logically decided on the subject of calling for the invention of an object alongside the very routine which passes us during the moment of time. What is affirmation? Is it absolutely opposed to negation? Desire produces the will. Desire as such is always positive. And so called that, part of the creation. Here of course, and participant in the becoming, there is no time to oppose the thing, which is unfolding irrespective of what one thinks of negative capability. Not the song, but the song of performance. Effect, efficiency, saving, validity, viable, priority, guilt, inadequacy, infirmity, shortcoming, weak, weakness, deformity, generic, disfigurement of all, incompleteness, perfection, problem. Stain, certain burn marks, blackhead, blister, bloom, blot, blot on the landscape. Blotch, blur, brand, ring, watch up. Detect, cinema, detect, perform.